So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja, im letzten Part... Huch, falscher Knopf, mal wieder. Ich bin so toll in Falschknopf drücken. Im letzten Part haben wir ja den zweiten Teil hier dieses Dungeons. Du solltest mehr schlafen gehen. Haben wir den zweiten Teil des Dungeons gemacht, da dieses Gebäude, und haben die zweite Sola besorgt. Da haben wir sie reingelegt und dann irgendwie ist sie verschwunden. Keine Ahnung, ist halt passiert. Und jetzt kann unser Masterschwert auf jeden Fall die Schatten teilen. Das ist schon mal sehr praktisch. Dadurch ist sie nämlich hier in diesem Dungeon mehr als nur übermächtig. Ich will es mal beweisen, weil ich glaube, nachher treffen wir noch auf Schattenwesen. Und die sind dann One-Hit-Kill. Außerdem können wir jetzt diese Schatten da auch einfach... Moment. Stirb! Wichser! Du auch. Hat nichts gebracht. Doch, hat was gebracht. Und tschüss. Ach ja, weg war er. So, zusätzlich haben wir natürlich jetzt noch das letzte Herzteil in diesem Spiel besorgt. Was voll gut ist. So, nächstes Mal. So, und jetzt passt mal auf. Diese Schatten. Konnten wir ja vorher nichts mitmachen. Aber wenn wir jetzt den machen, sind die Schatten weg. Und wir können drüber springen ohne Probleme. Ey. Nicht schlecht, Herr Specht, ne? So, du willst auch sterben? Okay. Das war ein trostloses Ende. Übrigens muss ich sagen, ich habe mir jetzt ein Klimagerät gekauft. Das läuft auch gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hören kann in einer Aufnahme. Ich weiß es wirklich nicht. Huch. Ja, wir wissen wie viel. Aber wir haben 1000 Rubine. Na gut, gehen wir einfach mal hier weiter rein. Nee, ich habe mir ein Klimagerät gekauft. Das läuft auch gerade und mir wird es gerade ein bisschen kühl an den Füßen. Scheiße. War ein bisschen doof. Egal, es läuft gerade. Der Raum ist angenehm kühl. Läuft. Alles wunderbar. 100 Euro perfekt investiert. Yay! So. Schatten, Schatten, Schatten. Nichts als Schatten im Schattenreich. Tja, logische Erklärung. So, Moment. Wir müssen hier einfach erstmal hier ein bisschen die Viecher... Ihr seht ja selber mit dem Schwert, wenn wir da ein bisschen umherschwingen, dann verschwinden die Schatten. Das ist super. So. Und hier müssen wir die beiden Dinger da aktivieren. Achtung! Vorführeffekt nennt man das. Vorführeffekt. Achso. Die kann man aufheben. Ah, natürlich. Moment. Verschwindet! So. Verschwindet! Oh, da ist eine Fledermaus. So, schnell das mal nehmen. Ablegen. Das fällt da rein. Und dann passiert was Tolles. Ah! Ja, sehr toll. Noch mehr Gegner. So, dann nehmen wir mal die zweite Kugel. Wo soll die hin? Da. Ah ja. Also nicht so weit weg von der ersten. So. Einfach ein bisschen das Schwert schwingen. Dann verschwinden die aus... Logik. Gut, das war jetzt nicht so gewollt. Moment. Ablegen. Yay! So, und jetzt kommen nochmal Gegner? Nö. Der Schatten verzieht sich und alles ist wunderbar. Okay. Ja. Okay, er ist gerade selber zu dem Rubin gerannt. Das ist auch nicht schlecht. Das hätte ich auch noch nicht. So, gehen wir mal schnell die Treppe hoch, bevor hier der ganze Nebel wiederkommt. Das wäre nämlich doof. So. Du musst sterben und... Ah, natürlich. Ich sehe schon. Hier taucht nämlich eine Plattform auf und dafür müssen wir einfach nur... Genau das. So, und dann schweben wir mit der Plattform hinfort. Wie gesagt, es ist schon etwas länger her, dass ich diesen Dungeon das letzte Mal gemacht habe. Nicht um zu sagen, dass das letzte Mal eigentlich war, wo wir das letzte Mal dieses Let's Play gemacht haben. Also, vor 2 Jahren irgendwie. Aber... Wow! Ganz ruhig. Na gut, die können wir jetzt One-Hit killen. Was ich super toll finde. Seht ihr? Ha! Und weg sind sie. Die Penner. Gut, und dann taucht hier eine Truhe auf. Kann ich mich hier in die Mitte stellen? Dann müsste er ja theoretisch... Ah! Au. Wichser. Komm noch mal her und ich schlag euch tot. Selber schuld! Du auch. Das war gerade so eine Mischung aus Au und Auch. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle... Bitte, 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 lass mich auf der Truhe stehen. Ah, ich bin so toll! Spiel ausgetrickst. Öffne die Truhe, es geht nicht. Natürlich muss man davor stehen. Nee, normalerweise kann man nämlich gar nicht auf Truhen. So, ja, das war sogar wichtig. Aha. Ich dachte, das wäre unwichtig. Naja, okay. So, hier eine Wirbelattacke. Dann treffen wir auch alle drei. Und dann geht's weiter. Die Tür ist abgeschlossen, ne? So ein Müll. Ich finde diese Zeichen irgendwie hier voll geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh nein, eine Fledermaus. Stirb, Fledermaus. Nee, will sie nicht. Na gut, dann nicht. Wow, jetzt kommen aber viele. Die hat sich vermehrt. Innerhalb von ein paar Sekunden. Wow. Das nenne ich mal Populationsrate.
Na gut, so. Ich denke mal, in diesem Part könnten wir es eventuell sogar noch bis zu Zanto schaffen. Bis zum Bossgegner dieses Dungeons. Ja, genau so. Und nicht anders. So, da seht ihr zum Beispiel ein Schattenviech. One-Hit-Kill. Bam. Und weg war er, weil es nur einer war. So, die Nerven. Ist auch übrigens überhaupt nicht dunkel hier oder so. Das sieht aus, als wäre Link einfach nur ein Schatten. Okay, es hat Stil. Wir sind im Schattenreich. Ja, doch. Passt. So, gehen. Wow. Die zerfetzen bei Berührung des Bodens. Wow. Deswegen fliegen wir auch wahrscheinlich die ganze Zeit. Aha. So ist das also. Nicht anders. Wow. Three of a kind. Cool. Okay, die haben den Boden nicht mal berührt und sind trotzdem gestorben. Was soll's? Was soll's? Da war das Schwert halt mal zu stark. So, wir müssen jetzt einfach nur von hier nach da und von da nach da. Genau so und nicht anders. Und du nervst uns dabei bitte mal nicht. Auch du hinter uns nicht. Bitte. Danke. So, jetzt erstmal den hier. Bevor er auf scheiß Ideen kommt. So, der ist weg. So, hier war aber doch irgendwas zu tun, meine ich, ne? Ein Herz. Hier war ansonsten nichts zu tun. Ach doch, jetzt tauchen die dann drüben nämlich auf und... Okay, das sind ein paar mehr. Und wir müssen nichts anderes machen, als die jetzt besiegen, damit wir weiterkommen. Ha! Voll unter uns drunter durchgeschossen, die Idioten. Oh, oh. So, geht das von hier schon? Ja. Jetzt werdet ihr sterben. Eins. Ey! Nur, ich will mich auch warpen können. Dann wäre das Leben tausendmal einfacher. So. Nein. Au. Natürlich. Du Wichser. Der schwebt zu hoch. Du auch. Nervt. Nicht. So. Du Riesenfratze. Ah, da ist ja noch einer. Ist er weg? Irgendwie glaube ich nicht, dass es alles war. Ich weiß nicht, das ist so eine Vermutung. So, wenn ich den jetzt auch wegmache, sind dann hier alle weg? Nee, hier ist noch gerade einer aufgetaucht, oder? Ich hab's doch gehört. Ah, natürlich. Natürlich. Tauchen sogar zwei auf. Aha, interessant. Da wollte gerade schießen, hat er aber nicht hingekriegt. Die nerven irgendwie. Ah, sehr schönes Standbild von dem Flug. Oh doch, das Ding kühlt ganz schön den Raum. So, mal gucken, was ist in der Truhe. Ich glaube, ein Schlüssel, ne? Ja, der Schlüssel. Aber jetzt kommt nämlich etwas, worauf man achten sollte. Ja, beim ersten Mal habe ich es nicht ganz gerafft. Hier, diese Schatten. Achtung. Die müssen nämlich weg, dann müssen wir hier rüber. Bis auf die Tatsache, dass hier wieder solche Vogelfiecher sind, die wir töten müssen. Was eigentlich voll fies ist. Die haben uns schon blöd angeguckt. Naja, blöd angucken reicht schon für den Tod aus. Und dann müssen wir einfach hier hoch. Das nennt man dann den klassischen Vorführeffekt. Moment. So, jetzt geht's natürlich. Von hier nach da. Von hier nach da. Und da hoch müssen wir. Hey, das funktioniert sogar von hier aus, oder? Enttäusch mich nicht. Eben hat's geleuchtet. An der Ecke? Ha, ha, ha. Bin so gut. So, hier ist nämlich der Masterschlüssel. Hätten wir den vergessen, das wäre ein bisschen doof gewesen. Dann hätten wir vor Zantos Türe gestanden und hey, abgeschlossen. Na toll. Nee, aber damit kommen wir zu Zanto. Achtung. Einmal den Schatten weg und dann... Ja, das war nicht ganz geplant, aber es sah gut aus. Naja, dann tauchen wir halt hier vorne wieder auf. Okay, sind wir auch unten angelangt. Haben zwar ein Herz dadurch verloren, aber was soll's. Ja, ohne Scheiße, es ist wirklich arschend dunkel hier. Naja, Schattenwelt. Passt. So. Theoretisch gesehen müsste jetzt nur noch dieser eine Raum oder zwei Räume, ich weiß es nicht ganz genau, müsste kommen und dann funktioniert alles wunderbar. Läuft, läuft, läuft. Oder auch nicht. Moment, hier kommen wieder Schattenwesen, ne? Ah, sag ich doch. Ich bin so gut. So, wie viele? Na los, schick eine ganze Armada. 200.000 Stück. Nee, Sekunde mal, dann ist die Wii überlastet. So, vier. Auf einmal alle. Alle im Arsch. Ah, Zanto, merkst du nicht selber, dass das nichts bringt? Okay, und hier? Ah, natürlich. Natürlich. Ist da sonst noch irgendwas gewesen? Nö, ne? Nö. Ist einfach nur so. So, okay. Oh, da taucht eine Plattform auf. Dann spring ich mal drauf. Nein, Sekunde mal, die bringt uns nur zurück. Nein! So. Das funktioniert übrigens auch. Wenn man einfach da runterspringt und eine Sprungattacke macht, verzieht sich der Nebel auch. Das ist voll gut. So, wir müssen jetzt nur die richtige Plattform finden. Die?
oder die? Ich nehme mal die. Tja, scheiße gelaufen, ne? Okay, das Ganze nochmal. Jetzt nehmen wir mal rechts. Mal gucken, ob das funktioniert. So, rechts. Sag mal, also irgendwie mobben die mich hier. Die mobben mich. Dann müssen wir jetzt wohl links nehmen. Oder war eventuell sogar der richtige Weg, so dass man da rüber konnte und dann... Ich weiß es nicht. Halt, stopp, nicht nochmal runter. Willst du mich jetzt... Alter, was? Verstehe ich jetzt nicht. Oder fährt die noch irgendwo hin? Nee, ne? Nee. Hä? Gut, dann nehmen wir die vorderste nochmal. Die fährt uns halt bestimmt rüber, so dass wir... mal gucken. Dann war das nämlich ein Fehler von mich. Ach, natürlich. Hoppala. Nämlich die ist die falsche. Ist die richtige. Okay. Da komme ich an die Vase. Schnell rüberspringen, vielleicht. Hat sehr viel gebracht. Doch, gebe ich zu. Gebe ich zu. Die andere wäre nach da oben gefahren. Nee, die wäre noch da. Scheiße. Egal. Vielleicht schaffen wir es ja von hier aus einfach darüber. Eigentlich wollte ich jetzt nicht abfahren. Na gut, machen wir das Ganze nochmal. Giovanni-Bo! Tja, wenn ein Plan nicht ganz so aufgeht, wie ich es dachte, dann sieht das so aus. Okay, wir wissen diese Plattform, dann nehmen wir die rechte. Linke. So. Die andere, das war ja einfach nur, damit wir da zu der Vase kommen. Das brauchen wir ja nicht. Die Vase haben wir kaputt gemacht, alles richtig. So, und dann kommen wir von hier aus nach da, können uns hier rüberziehen. Da ist ein Gegner. Oh, oh. Stirb. So, darüber. Oh, da ist ja auch noch was. Oh mein Gott. Oha, das wird lustig. Na gut, können wir hier rüber. Wo soll denn hier die Truhe sein? Ah, da oben. Ah, natürlich. Natürlich. Versteht sich. Ist glasklar. Wo sollen wir jetzt hin? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bauen. Oh, ich habe mir ein Schwert gegengeschlagen und trotzdem Schaden erlitten. Sekunde mal, das geht übers Schwert. Moment. Bevor die jetzt irgendeine Scheiße bauen. So. So macht man das. Und nicht an. Und da ist er runtergefallen. Tja, selber schuld. Hier ist auch nichts. Wow. Spinnbegabt. Wer hat hier. Du! So ein Wichser. Nö, heute nicht. Ausgewichen, habt ihr nicht gesehen? So, okay, jetzt haben wir wieder ein Herz, aber das bringt uns nicht wirklich viel, weil wir irgendwie nicht weiterkommen. Oder? Doch, da oben. Ah! Nö, nö, nö. Oh, ich bin im Ausweichen Meister. Na gut. Ach ja, wir kommen da hoch, okay. Tüdelü! Wo schießt du denn hin, du Idiot? Okay, jetzt müssen wir nur noch auf diese Plattform warten, bevor uns der Typ abschießt. Oh, oh! Nein, du schießt jetzt nicht. Wieso hören die nie auf mich? Ausgewichen. So, hier jetzt. Oh, bin drauf. Wunderbar. So, da müsste dann die Truhe auftauchen. Du schießt jetzt aber, verfehlst uns, weil wir... Ja, ich und meine große Klappe, ne? So, du hattest vor zu sterben. Finde ich gut. So, jetzt gehe ich hier rüber. Ja, 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 ja. Das ist irgendwie lustig. Yay! Ich stehe schon wieder auf einer Truhe. Das haben wir, glaube ich, in diesem Let's Play jetzt schon dreimal hingekriegt. Ah, die braucht man sogar, die Truhe. Na gut, so, und von hier aus kommen wir jetzt... Da ist eine Plattform aufgetaucht. Und die bringt uns... Ah, die bringt uns noch weiter nach oben. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Auf jeden Fall muss das ein Vollidiot gewesen sein, weil mir wäre das nicht so sicher. Guck mal, wie hoch das ist. Mindestens 30 Meter. So, gut, dann sind wir jetzt hier. Ja, wir sind hier. Wer hätte gedacht? Ah, wir stehen kurz vorm Bossgegner. Machen wir den noch in diesem... Ja, machen wir. Machen wir. Guckt mal, ein Schattenmonster. Huch, ist es umgefallen. Ich glaube, das war jetzt nicht so gesund. So. Die irgendwie haben den nicht vor, sich wieder zu beleben. Nö, sieht nicht danach aus. Die sterben einfach. Sie können sich nicht wieder beleben, weil sie zu doof sind. So, zwei auf einmal. Two of a kind. Nochmal two of a kind. Wo tauchen die eigentlich auf? 4 auf a kind. 4. 4 auf a kind. Schick ruhig so viele du willst. Das bringt dich nicht weiter, Zanto.
meine ich ernst. So, Schatten haben sich verzogen und wir gehen zu Zanto. Sekunde mal, habe ich überhaupt noch Feen? Nö, aber Gelee. Okay. So, macht euch übrigens gefasst auf den verrücktesten Bossfight des gesamten Spieles. Und das meine ich ernsthaft. Weil wir werden jetzt so ziemlich alle Bossgegner, die wir schon mal hatten, nochmal bekämpfen. Wenn man es übertragenen Sinne nehmen will. Guck mal, da oben sitzt da der Vollidiot. Ey, lass mal einen Fall. Sekunde mal, geht das? Warte. Warte, den treffe ich. Ich treffe den. Oder auch nicht. Ich bin zu doof. So, aber von hier aus. Angriff! So, stört den irgendwie nicht. Schwarz! Zanto. Nein, Günther. Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass dir deine eigene Magie nur zum Verhängnis wird? Hä? Unser Volk ist so lange Zeit unterdrückt worden. Und wie Tiere hat man uns in dieser Welt gefangen gehalten. Uns, ein großes Volk, das in Magie bewandert ist, wie keines sonst. Oh oh. Im Schatten wurden wir zu Wesen ohne Zorn und ohne Hass. Zu feigen Wesen ohne Leidenschaft. Oh, das ist schlecht. Die Schuld trifft unser träges Königshaus, das im Schattenreich sein Heim suchte und darüber den Glanz der alten Zeit vergaß. Zum Glück ist er nicht verrückt. Ich unterstützte dieses Königshaus zu lang und hielt die Schande nur mit Mühe aus. Bäh! Ich war mir sicher, dass ich der nächste Herrscher unseres Volkes sein würde und dann... verweigert mir das Volk die Anerkennung und ich erhalte nicht die Macht, die einem Oberhaupt des Schattenvolks gebührt. Doch dann begegnete ich inmitten von Zorn und Verzweiflung einem fleischgewordenen Gott. Er ist ein bisschen, verwirrt. Oha. Ich werde meine Kraft in deinen Körper legen. Und was du wünschst, das soll auch mein Wunsch sein. Oh mein Gott! Eine Fee! Nee. Wo hat er die Maske schon wieder her? Mein Gott und ich teilen sich nun einen Wunsch. Hä? Endlose Finsternis für die Welt des Lichts. Nicht gut. Nee, nicht gut. Usurpator Zanto. Oh oh. Jetzt geht der Punk ab. So, wie gesagt, das ist der wahrscheinlich verrückteste Kampf im gesamten Spiel. Denn... ah, kennen wir das nicht? Woher kommt das nur? Nein, das kennen wir doch natürlich. War das nicht der erste Dungeon? Mysteriös. Ja, so ist es nämlich. Und so wie es sich für sowas gehört, müssen wir übrigens auch das Item benutzen, was wir im ersten Dungeon benutzt haben. In dem Fall den Sturmbomberang. Hey!
Das war jetzt aber nicht nett. Wieso weicht denn der einfach aus? So, ab in die Säure und auf geht's. Voll mit dem Schwert draufschlagen. Alles gut. So, und das Ganze müssen wir übrigens sehr lange machen. Also der Bossfight, der dauert etwas länger als normal. Sagen wir es so. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass das hier so ein 30-Minuten-Part wird. Wenn nicht sogar noch mehr. So. Nächste Phase. Obacht. Kommt euch auch bekannt vor. Kennen wir das nicht? Ganz easy übrigens. Mehr oder weniger. Wo ist er? Da. Naja. Schön, dass er die ganze Zeit so... Ja, da ist er jetzt. So, komm. Wir sind irgendwie... Natürlich, wir müssen einfach nur stehen bleiben und nicht in die Lava fallen. Ah ja. Und wenn wir ihm zu nah kommen, verschwindet er wieder. Ah ja. Ansonsten kein Ding. So, er müsste jetzt gleich wieder seine Kugeln da schießen. Da, mach das. So, und dann schlagen wir einfach weiter auf ihn ein. So, nächste Phase. Na, was war denn das nächste? Scheiße, vielleicht sollte ich jetzt mal... Blub. Genau. Wir müssen jetzt nämlich ganz schnell mal hier das Sora-Gewand anlegen. So, und natürlich brauchen wir auch den Greifer. So. Wo ist... Miep! Hat er ganz vergessen, wie das... wie der Kampf ist. Achso, hier unten ist der Kampf auch relativ scheiße. Stimmt, weil es unter Wasser war. So, wir müssen ihn nämlich ganz einfach mit dem Greifhaken da rausziehen und dann mit dem Schwert ein bisschen bearbeiten. So, das Problem ist, wir kennen ja diesen Bossfight. Wir haben den ja schon durchgemacht. Der hat drei Phasen. zwei. Leider hat Santo hier in diesem Gebiet auch zwei Phasen. Jetzt, ich weiß nicht, ob nochmal die einzelne... Nein, jetzt kommt natürlich die Phase. Scheiße. Die hasse ich. Gebe ich zu, weil jetzt taucht irgendwo der echte Zanto auf und wir müssen rausfinden, wo. Da. Und wir müssen ihn so schnell wie es geht da rausholen, weil er warpt sich die ganze Zeit von einem zum anderen. Ja, zu spät. Das war mir schon bewusst. Vielleicht sollte ich die Stiefel ausziehen. So, hier öffnet sich. So, Zanto, komm mal her. Komm her. So, und ab geht's. So, 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 so. Nächste Phase. Und es ging aber schnell. Oh, hatte ich das gar nicht mal... Okay, dann hätte ich es schwerer in Erinnerung, als es eigentlich ist. Wieder im ersten Dungeon. Ja, könnt ihr mal sehen. So, ganz kurz, hier wieder das Heldengewand. So. Funktioniert hier übrigens genauso wie auch damals. Mit einer Rolle gegen, wollte ich gerade sagen. Zweimal gegenrollen, dann fällt er nämlich runter und dann hauen wir ihn tatsächlich auf den Arsch, wie damals dem Affen auch. Er ist ein Affe. So, jetzt springt er wieder von einem zum anderen. Tü-tü. Und warpt sich natürlich. Sozial. So, Gleichgewicht verloren und bam. Das tut doch voll weh. Guck mal, wie der auf den Boden aufkracht. Mit dem Kopf zuerst. So, nächste Phase. Ist voll geil, der Kampf, ne? So, nächste Phase ist... Oh nein! Oh nein, oh nein, 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 nein. Hatte ich ganz vergessen. Matronia. So, jetzt müssen wir erstmal aufpassen, weil er... Er ist so groß. Und dann ganz einfach hier auf seinen Fuß. Das tut ihm nämlich weh. Und dann verfolgen wir ihn einfach und dann... Er wird ganz klein. Süß, ne? So. So. Und das Ganze müssen wir jetzt nochmal machen. Okay, Parodie von Matronia. Wunderbar. Und das im eigenen Spiel. Mein Gott. So. Aufgepasst. So, auf seinen Fuß, schnell. Bevor er uns platt macht, wollte ich gerade sagen. Hat er dann aber doch geschafft. Ich schmeiß eine Vase nach ihm. Ich mein's ernst. So, und jetzt. So. Nächste Phase. Okay. Kommt jetzt nicht langsam so die Endphase oder kam jetzt noch irgendein Scheiß? Ah, Endphase. Okay. Der Schwertkampf gegen ihn. Der wird übrigens richtig mies. Oh nein, wo kommen die her? Wo hat er die her? So, wir müssen aufpassen, er ist nämlich ein ziemlicher Draufgänger, sagen wir es so. Wir können ihn zwar treffen, aber er trifft uns leider auch häufig, weil er taucht immer wieder irgendwo auf. Aber am schlimmsten wird genau diese Attacke. Okay, sobald er ausgedreht hat, ist er nämlich erschöpft und dann hauen wir ihn voll kaputt.
Findet er natürlich nicht so witzig. Dann macht er den Berserker. Ich wollte gerade sagen, falsche Richtung, aber... Hm. Wow! Au! Wichser. Das ging ein bisschen zu schnell. Immer aus... Aua. Weichen, wollte ich gerade sagen. Ah, Mann! Ich weiß auch nicht, wo er ist. Da war er. Okay, er kommt zum Ruhestand und wir schicken ihn in den Ruhestand. Mehr oder weniger. Nee, haben wir nicht geschafft. Wow, ganz ruhig, ruhig, ruhig. Immer dieser Berserker-Modus. Wow! Oh, das ging jetzt aber schnell. So, ganz ruhig. Also man muss ziemliche Reaktionen hier beweisen, irgendwie. Wow, ich habe getroffen. Wow, ganz ruhig. Und jetzt dürfte es gewesen sein. War es auch. Ja, dieser Bossfight, der ist echt irgendwie genial, aber irgendwie auch total crazy. Das sowieso. Jetzt tu mal nicht so, als wäre das das Ende der Welt. Okay, für dich eventuell. Ja, okay. Für uns nicht... Oh, oh. Oh, oh. Midnas Fluch ist nicht gebrochen. Verfluchter Anführer, Aufrührer. Du sollst es erfahren, dass du nicht unser Oberhaupt werden konntest, liegt an deinen Augen. Was? Es liegt an dem gierigen Glanz in deinen Augen. Der König fürchtete, du könntest zum Opfer deiner Kräfte werden, wie unsere Vorfahren. Midna, törichte Königin der Schatten, möge dein Fluch auf ewig auf dir lasten. Es war die Macht meines Gottes, die dich und dein Volk mit diesem Fluch belegt hat. Deine Magie wirst du nie zurückgewinnen. Was? Schon ist er auf die Erde hinabgestiegen und wiedergeboren in dieser Welt. Solange Ganondorf, mein Herr, am Leben ist, werde auch ich immer wieder zurückkehren. Okay. Warte mal, ab wie vielen Jahren ist das Spiel freigegeben? Das war doch nur ein kleiner Teil von meiner Kraft. Und die ist doch umso viel schwächer als die Macht, die unser Volk in alter Zeit besaß. Puff, kaputt. Sie hat Santo kaputt gemacht. Was ist denn jetzt mit meinem Herzteil und so? Lukas, es wird Zeit, Zelda zu retten. Ja. Das versuchen wir schon die ganze Zeit, aber naja. Meine Magie habe ich zwar nicht zurückgewinnen können, aber es bleibt uns immer noch die Macht des Schattenvolkes. Damit kann ich auch Zeldas Kraft wieder erwecken und diese Kraft wird uns für uns unverzichtbar sein. Ja, mein Herzteil und so? Also lass uns gehen, Prinzessin Zelda wartet. Da fehlt trotzdem noch was! Hey, da liegt's ja! Haha! Ach, wie schön! Herzcontainer erhalten, die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt und... Wir haben alle Herzteile, die es in diesem Spiel zu finden gibt. Yay! Also alle Herzcontainer. Es gibt nicht mehr. Das war's. Ende. Finito. Wir haben nichts mehr zu suchen. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich hab alles. Ich meine, Santo hast du ja kaputt gemacht, nicht ich. Ich hab ihn nur besiegt. Du hast ihn getötet. Idiot. Einfach platzen lassen. Das tut doch weh. Spiel speichern. Ja, wieso nicht? Ja, 30 Minuten, habe ich doch gesagt. So. Und, aufgepasst. Der letzte Herzcontainer. Und. Bam. Oh, das war jetzt aber kurz. Yay. Huch. Santo war doch nur eine Marionette von Ganondorf. Und das heißt, jetzt wissen wir, wer sich hinter dem Zauber verbirgt, der sich auf Hyrule gelegt hat. Er ist in Schloss Hyrule, da bin ich mir sicher. Lukas, wir müssen schnell zurück in die Welt des Lichts und Prinzessin Zelda retten. Jojo, wieso nicht? Ist ja nicht so irgendwie, dass ich schon die ganze Zeit von euch hin und her gehetzt werde. Oh. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder in die Welt des Lichts. Oh, zum Glück. Endlich lassen wir diese Schatten hinter uns. Ich weiß nicht, aber die sind mir irgendwie ein bisschen zwielichtig. Oh Mann. Der war gut.
So. Oh, ging eigentlich relativ schnell, der Dungeon jetzt. Ne? 3 Parts, das ist nicht schlecht. Gut, wir sind hier wieder in der Gerudo-Wüste und im nächsten Part würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Schloss Hyrule. Es ist dann unser letzter Dungeon. Schloss Hyrule, ja. Moment, hallo? So, da müssen wir hin. Da. Und da werden wir auch die letzte okkulte Kunst kriegen. Na, das klingt doch schon mal vielversprechend. Also würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar und ich sage Tschüss und bis denne irgendwann, euer RangeLP. Bye!